Gerade ist im Osten die Sonne aufgegangen. Im Bienenstock, gleich hinten, da wo der Wald an die große Wiese grenzt, dort ist heute alles in heller Aufregung. Heute soll sie schlüpfen, die neue Königin. Die Hofdamen stehen schon ganz gespannt um die große Königinwabe herum und warten, ob sich etwas tut. In der Zwischenzeit gehen alle anderen Bienen im Stock ihren Arbeiten nach. Die Flugbienen sind draußen und suchen nach leckerem Nektar und Blütenpollen in den Blüten der Blumen und Bäume in der Nachbarschaft. Und bei ihrer Suche bestäuben sie einfach so die Blüten mit dem Blütenstaub, der an ihnen kleben bleibt. Das freut alle. Die Blüten, die Bienen und uns Menschen, weil wir dann das leckere Obst und Gemüse ernten können und natürlich den Honig. Zurückkehren, haben sie immer viel Neues zu berichten. Das tun sie mit dem Schwänzeltanz, den alle Bienen beherrschen und verstehen. Naja, einige vielleicht besser als andere. Aufgepasst. Los!
In einer Ecke, etwas weiter hinten im Stock, befinden sich die Waben der Drohnen. Das sind die männlichen Bienen. Sie sind größer und kräftiger als alle anderen Bienen. Dadurch kann man sie gut vom Rest des Volkes, den weiblichen kleineren Bienen, unterscheiden. Weißt du, also echt, die sind vielleicht faul, lungern den ganzen Tag mehr rum, lassen sich von uns füttern und putzen und das alles nur, damit sie der Königin schöne Augen machen und später mal für Nachwuchs sorgen. Wieso? Die sind doch lustig. Ich mag die dicken, großen Tonen. Die haben sowas Gemütliches, Männliches. Komm her, du Süße, wir beschützen dich vor den Wespen. Ach, wie denn? Du hast ja noch nicht mal einen Stachel. Halt still, ich muss dich putzen. Du siehst ja schon wieder aus wie ein Ferkel. Los, Kollegin, weiterputzen. Der Stock muss sauber sein. Aufstellung. Los geht's. Stellt euch mal auf und Attacke. Und Musik spielen. Putzbienen. Den ganzen Tag sorgen sie dafür, dass der gesamte Stock und alle Mitbienen sauber sind. Die Baubienen bauen in der Zwischenzeit die Waben aus, in der die neue Königin die Eier legen soll. Wenn sie denn endlich mal geschlüpft ist. Aber das kann noch dauern. Bis dahin kümmern sich die Ammenbienen um die noch vorhandene Brut. Von der alten Königin wurden ganz viele Eier in die sechseckigen Waben abgelegt. Daraus entwickeln sich Larven und daraus werden dann Puppen, aus denen wiederum junge Bienen werden. Bienenbaby, schlaf jetzt.
Plötzlich hört man ein wunderbares Singen, ein hohes, zartes Zwitschern, eine wunderschöne Melodie. Und auf einmal dröhnt durch den Stock ein aufgeregtes Murmeln. Der Hofstaat der Königin versammelt sich vor der großen Königinwabe und wartet, was nun passiert. Murmeln mischen sich plötzlich aufgeregte Stimmen am Flugloch des Stockes. Die Wächterbienen rufen auf einmal wild durcheinander. Nein, du kommst hier nicht rein, du Wespe! Mach, dass du wegkommst! Das ist und bleibt unser Honig! Ooh, ah!
Die Wespe muss sich unverrichteter Dinge trollen. Das Schutzkommando hat den Stock erfolgreich verteidigt. Bis zum nächsten Angriff. Auf einmal durchströmt dicker Qualm den Stock. Die Wächterbienen und die Arbeiterinnen, die es zuerst riechen, schlagen Alarm. Was kann das sein? Lasst uns mal nach draußen gehen und sehen, was dort passiert. Da steht ein Mensch in einem weißen Anzug mit einem Schleier auf dem Kopf am Bienenstock und hält ein qualmendes Gefäß über das Zuhause der Bienen. Das ist ein Imker mit seinem Smoker. Er kümmert sich um die Bienen und sorgt dafür, dass sie gesund bleiben und immer genug zu essen finden. Der Imker ahnt und hofft auch, dass die neue Königin bald schlüpfen wird. Denn ein Bienenvolk braucht eine starke Königin. Ohne die ist es verloren. Pflichtbewusster Imker bin. Bees, bees, I'm a beekeeper. I'm a beekeeper, yeah. Bees, bees, I'm a beekeeper. Finger bees, finger bees. Bees, 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 I'm a beekeeper. I'm a beekeeper, yeah. Bees, bees, bees. Ich bin ein Imker und ich mag Bienen sehr. So mancher Imker hat schon Samen ausgestreut, dass die Blumen diese Blühen und die Bienen freut. Und dieser Imker, alle Menschen auf der Welt sollen darauf achten, dass man die Umwelt sauber hält. Denn die Natur ist unser größter Schatz und geht hier gut, bleibt die Erde der schönste Platz. Gehen wir aber schnell wieder in den Stock zurück. Denn nun ist der große Moment gekommen. Und wir warten ganz gespannt auf den großen Moment, der jetzt gleich kommen wird.
Jetzt gehen wir aber wirklich schnell wieder in den Stock zurück. Denn nun ist der große Moment gekommen. Die Königin schlüpft. Sie steigt hochmütig und stolz aus der großen Königinwabe. Als sie ihre Flügel sortiert und sich umgeschaut hat, jubeln alle Bienen und tanzen fröhlich. Die tanzen fröhlich um die große Königinwabe herum. Grenzt.